Sonnenbrille für die Mavic Air. Ich will nicht erklären, wofür man ND-Filters braucht. Dazu einfach bei YouTube mal ein bisschen was suchen. Ich möchte im Speziellen hier diese günstige Version vorstellen, die von der Verarbeitung auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht. Im Set sind 5 unterschiedliche Linsen. Neben den wichtigen ND4, 8 und 16 auch noch ein CPL- und UV-Filter. Und neben dem Preis von 25 Euro ist an dieser günstigen Version noch etwas interessant. Anders als bei dem Polar Pro, wo man die Linse an der Mavic Air erst mühselig abschrauben muss und viele dabei den Gimbal irgendwie vergreilen, stülpt man diese Version einfach über die Linse drüber. Natürlich hat man dann 2 Gläser vor dem Sensor. Und es ist nicht das absolut optimalste. Aber möchte man wirklich das Geld für Polar Pro ausgeben, um mal, ja okay, regelmäßig in Helligkeit zu fliegen? Ich fliege nur in meiner Freizeit und mache damit Familienaufnahmen. Dafür reicht für mich auch diese günstige Version. Und rein optisch kann ich an dem Videomaterial überhaupt nichts aussetzen.